Friedhelm, Tunnelfest. Ja. Erste. Erste Tunnelfest, eine Idee vom Vorstand des Dorfvereins. Es wird schon seit mehreren Jahren darüber diskutiert, ob wir hier mal ein Tunnelfest machen sollten. Aber es hat immer daran gehapert, dass wir hier keine Infrastruktur haben. Das heißt, wir haben kein Wasser, wir haben keinen Strom und nichts. Und im letzten Jahr haben wir dann gesagt, mit Unterstützung aller Vereine, wir werden hier ein Tunnelfest durchführen. Natürlich nicht im Tunnel, weil dort die Beschallung total schlecht ist. Haben wir es hier vorgemacht, es ist aber auch Führung dazwischen. Und alle Vereine machen mit, unter der Führung des Dorfvereins. Der Überschuss wird komplett eingesetzt zur Infrastrukturgestaltung der Mehrzweckhalle. Das heißt, Thekenraum wird erneuert. Und wir sind überwältigt von der großen Anzahl der Menschen, die hierher gekommen sind. Es ist ein Kommen, ein Gehen. Von allen Regionen kommen sie hierher, essen was, trinken was, bleiben kürzere Zeit, bleiben längere Zeit. Die Marninghäuser Frauen haben über 40 Blechkuchen gebacken, also rundum ein voller Erfolg. Wir werden sicherlich dieses Fest nicht als Einmal- oder als Eintagsfliege machen, sondern es wird mit Sicherheit eine Wiederholung geben. Wir haben vorhin so ein bisschen im Quer- und Vorgespräch gehört. Naja, bei den von den Organisatoren, die dann hier morgens um 8 Uhr aufgebaut haben und losging. Ja, wenn man mit 10, 15, 20 Leute, ja, ja. Wollen wir schon mal zufrieden sein. Wenn man jetzt so guckt hier, was an Menschenmengen kommt und geht. Also optimistisch hatten wir mit 50 bis 100 Leuten gerechnet. Meiner Meinung nach, denke, mehr können es nicht werden. Wir haben aber eben noch mal Tische und Bänke nachgeholt. Wir haben mittlerweile eine Bestuhlung für über 100 Personen hier. Und wir haben Stehbetische hier, wir haben einen Metzger hier, der uns den Grillstand bedient, die Firma Hetzler und Kesper aus Karbach mit einem Weinstand. Wir haben den Bierstand hier, Kaffee und Kuchen hier. Wir haben Toilettenanlagen aufbauen müssen, wir haben Wasserversorgung hierher legen müssen, damit wir die Gläser spülen können und so weiter. War ein großer Aufwand, aber es hat auch Spaß gemacht und es wird auch weiter Spaß machen. Ja, so wie es aussieht, hat er sich auch gerechnet, ne? Ja, und wir haben immer komischerweise Glück mit dem Wetter hier in Marninghausen und auch heute. Es war ja bis gestern noch sehr, sehr regnerisch und stürmisch und seit heute haben wir eigentlich gutes Wetter hier. Und ich denke mal, es wird auch noch ein schöner Abend werden, wenn der DJ um 18 Uhr anfängt und hier für Stimmung sorgt. Naja, das Wetter ist eigentlich nicht zu warm, nicht zu heiß, genau, ideal. Richtig. Da kann man ein Schöppchen mehr trinken, ohne dass der Kopf gleich schwer wird. Richtig. Also Friedhelm, voller Erfolg auch für den Korbacher Stadtteil. Meiner Rinkhausen. Vielen Dank. Können sich andere mal so ein bisschen was abgucken. Richtig. Danke dir. Bitte. Donnerstag ist noch so ein schöner. Nach Brilon-Wald ein Geschenk der Preußen an Waldeck. Waldeck war damals noch selbstständig, aber man macht ja keine Geschenke ohne Grund. Der Grund war dafür eigentlich, sie wollten sich bedanken dafür, dass Waldeck die Ländereien zur Verfügung gestellt hat, um die Edertalbrücke zu bauen, um den Eder-Stausee hier zu installieren. Die Edertalbrücke und der Bau der Edersee, des Edersees wurde von 1908 bis 1913 geplant und gebaut und das war damals die Edertalsperre, die das größte Bauvorhaben seiner Art in ganz Europa. 400 Meter lang und Waldeck hat das Land dafür zur Verfügung gestellt. Dafür hat sich Preußen bedankt, indem sie hier den Eisenbahn gebaut hat. Nun geht natürlich sowas immer sehr viel Planung voraus. Frau Friedrich, eine gute Heimfahrt. Geht natürlich immer sehr viel Planung voraus. Ursprünglich sollte die Bahnlinie an Strode vorbeigehen. Mit der Begründung, Höringhausen muss auf jeden Fall tangiert werden. Höringhausen war ja damals preußisch, genauso gut wie Eimelroth. Der Fürst hatte das angeblich beim Kartenspiel verloren. Und Marninghausen lag immer zwischen zwei Ländereien, nämlich auf der einen Seite Hoflauterbach,
Hessen-Darmstadt, auf der anderen Seite Höringhausen, ebenfalls Hessen-Darmstadt. Und Meinringhäuser waren damals sehr emsig, sind also losgegangen, haben im Dorf Unterschriften gesammelt, in Ahlraft, in Oberwerbe, in Basdorf, in Vöhl, in Obernburg, Marienhagen und haben gesagt, das kann doch nicht sein, ihr müsst ja mit eurer Getreidefuhr und weiter immer weiter fahren bis nach Strothe. Lasst uns dafür kämpfen, dass der Bahnhof in Meinringhausen kommt. Und es hat geklappt. Der Bahnhof kam nach Meinringhausen und plötzlich haben die Ingenieure gesagt, es ist doch die bessere Möglichkeit, den Korbacher Hauptbahnhof zu erreichen. Weil damals war die Begründung, es geht nur über Strothe. Also wurde kurzum hier von 1909, 1910 bis 1912 die Bahnstrecke gebaut.